Er lauert. Sondern mich direkt dann auf der Lauer, auf der Mauer, selbst eine kleine Wand. Und habe, glaube ich, vielleicht kommt meine Mutter gerade hoch. Aber ich hör's nicht gut wegen dem Headset. Warte, ich höre wieder ein. Ja! Sie hat mich gerufen! Ich hab Pizza und dir nicht viel Lutscher. Woo. Boah, das letzte Mal, als ich Pizza gegessen hab, war ich. Hab ich Hausfriedensbruch begangen und wurde von der Polizei durch den Park gejagt. Also so halb. Warum? Pass auf, wir haben uns an unserer alten Grundschule niedergelassen. Pizza, wir waren zu acht. So. Auf einmal kommt da so ein Van angefahren. So ein schwarzer Van. Also so ein schwarzer SUV ohne Kennzeichen. Mit dem Typen, der aussteigt, ja. Was macht ihr hier? Schulgelände, das Privatgelände, bla bla. Die alte Leier. Polizei hat schon Alarm ausgelöst. In erster Linie denkst du dir, okay, fuck. Dann denkst du dir, okay, fuck, der verarscht dich sowieso. Aber dann denkst du dir, okay, fuck, wenn er dich nicht verarscht, bist du gefickt. Also gehst du in den Park, der gegenüberstand. So, also vielleicht, wenn wir nicht weggegangen sind, hätte er sie halt wirklich angerufen, bla. Gehen wir in den Park, der war echt nicht weit entfernt, der war halt gegenüber. Da war Gebüsch, Gestrüpp dazwischen, bla. Dann sitzen wir da 5 Minuten lang und hören eine Sirene. Wir hören eine Sirene. Laufen so schnell wie wir können weiter. Schnell zur Kirche. So. Laufen dann auf diese Straße. Schauen nach links, sehen in diesem Kreisel einfach nur einen Krankenwagen fahren. War der krasse Zufall. Und habt ihr die Pizza aufgegessen? Wir haben sie aufgegessen. Was bevor auch ihr war, wir konnten uns erstmal nicht entscheiden, ob wir die Pizza in der Grundschule, im Park oder in der Kirche essen. Also im Kirchenhof. Am Ende waren wir an allen drei Stellen. Ihr hockt in seinem Busch und esst noch Pizza.